Metropolis. Es sind die kleinen Dinge, die eine Stadt wirklich verändern. Das Wetter, die Gentrifizierung, die Alien-Invasion. Task Force X, hört mit dem Sightseeing auf und seht lieber zu, dass ihr alles tötet, was ihr seht. Ich sag's nur ungern, aber Waller hat recht. Wir haben zu tun. Wie habt ihr drei euch diesmal verirrt? Hey, das war aber nicht meine Schuld. Dieses Mal. Treffen wir uns am Daily Planet. Er liegt ausgesprochen zentral. Ganz unser Reiseleiter, Sharky. Liebes. Na los, Konzentration. Siebtes Spiel, letztes Viertel. Also, ich weiß nicht, was das ist. Ganz gut steuern. Also gut, ich wollte sagen, Jodo. Ja, da komm ich auch Servus. Mit, Servus, stimmt. Sag mal, bist du dich auch nicht begrüßt bisher. Vielleicht habe ich die Empfindlichkeit ein bisschen zu niedrig. Lasst euch nur nicht mal irgendwas primitiv. Das wird dürftig. Keine Ahnung, gucken wir mal. Du kennst ja Boomer. Der ist immer primitiv. Okay. Hey! Warte. Ich glaube, es läuft auch zu besten. Ja, ich habe über 100 FPS. Lässt du es dir anzeigen, oder was? Über Steam, nicht im Game. Okay. Jetpack. Jetpack ist cool, aber. Muss ich schon sagen. Aber irgendwie steuert der nur nach unten? Nee, du musst schon ein bisschen... Wenn du noch aufhörst, vorne zu drücken, dann steuert er nach oben. Ah, okay. Nachbrenner, ja. Ich muss, glaube ich, die Empfindlichkeit ein bisschen umstellen. Zu heftig? Ich muss nur tun, ja. Was ich am also nicht zu heftig, kann. Sondern zu wenig. Eigentlich. So ein kleiner Schild hält mich nicht auf. Ich nutze einfach meinen Jetpack. Ja gut, Jetpack. Aber easy. Den Schüssen kannst du ja easy ausweichen. Ah, das gut, den kannst du ja auch mit dem Jetpack wegbunden. Achso, man bleibt dann in der Luft und verliert gar nicht an... Oh ja, doch, ein bisschen. Aber passt. Aber dass der einen Doppelsprung kann, das feiere ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Das ist ein bisschen... Oh, die Sniper macht Spaß. Oh, ich habe einen geilen Move hingelegt, Alter. Zu weit. Ich bin immer auf jedes Ziel vorbereitet. Einfach eine andere Knarre. Langsam atmen. Und Feuer! Weggerotzt. Perfekt. Oh nein. Wie immer. Jetzt? Okay, da kommt noch ich was. Schaff ich schaff das. Nur keine Panik. Ah, okay, verstoh. Atmen, Kickstart. Ja, okay, warte mal. Drück L1 auf den Kickstart. Okay. Schauen wir mal, ob ich das jetzt hinkriege. Ah, fuck, die schießen ja noch auf mich. Ist da noch einer? Bei mir haben sie auch noch geschossen. Ich mache also erst einen Doppelsprung, dann Jetpack. Dann den Nachbrenner. Nein, doch nicht Nachbrenner. Ah, passt. Geschafft. Einfach. Ja, einfach. Ganz einfach. Oh, stell ich mich gerade blöd an. Achso, die sind ja dem Schutz, bin ich dumm. Also ist nix. Ich will kurz mal gucken. Dreieck ist wieder Waffe wechseln. Gepasst. So, jetzt muss ich da hoch. Easy Kickstart. Zack. Ziel ausgeschaltet. Habt ihr ein paar Ziele? Gar kein Problem für mich, oder? Ziel ausgeschaltet. Ich bin der absolut coolste hier in dem Game, muss man schon sagen. Es muss nicht immer um Genauigkeit gehen, nur Effizienz. Granatenwerfer. Oh, nee, aber das war jetzt nix. Ich weiß aber noch nicht, wie man irgendwie Nahkampf macht. Hast du das schon raus? Nee, so weit sind wir noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Oh, ich spiele jetzt King Shark. Echt? Du bist schon weiter als ich? Ja. Ich muss mich ein bisschen ranhalten jetzt. Wir sammeln uns. Shark, wo steckst du bloß? Moment, jetzt komm ich. Ja, jetzt bin ich auch Shark. Den bin ich ja schon gespannt. Ich auch.
Ich bin in einem Tunnel. Trotz der Länge nur zwei Ausgänge. Das scheint schon mal diesen Dummel. Menschen bauen sehr interessant. Du kennst dich da ja besser aus. War King Shark nicht mal ein Mensch? Nein. Nee, also bei dieser Flash-Serie war da nichts, oder wie? Nee. Das war eine Lüge. Die Erfahrung wäre nicht dieselbe. Also ich wüsste nicht, dass der mal ein Mensch war. Ich glaube, der muss eigentlich schon immer so Illustrationen von der Tante sein. Es okay. Muss erlebt werden. Mir wären Bilder eigentlich lieber. Hallo, ich drück. Ich drück doch eins. Ich halte doch. LB, ich bin ja so dumm. Ah, okay, warte mal. Oh, aber das war blöd. Man muss das während dem Laufen halten. So ist es. Oh, 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 oh. Da kommt er jetzt. Ich bin abgestürzt. Komm, der da hoch, King. Los, King. Wir müssen irgendwie. Oh, no. Bin ich jetzt dumm? Vertikaler Sprung. Nein! L1, hoppala! Ich sehe nicht, dass da L1 steht. Ja, das ist mir auch schon die ganze Zeit passiert. Aber ich komme da trotzdem nicht dran. Hä? Hey, ich bin zu blöd dafür. Shit, ich habe zu viel Drachenvideos geguckt. Hä? Halte L1. Halte ich. Bitte, das darf sich ja keiner anschauen hier. Oh! Ich. Ich bin grad auch nicht besser. Bist du da schon hoch auf die Plattform? Kommt drauf, welche meinst du? Nur die erste, wo L1 steht. Ja. Wie hast du das gemacht? Ich halte L1 gedrückt. Jetzt also, war dann A. Also bei mir ist es A, bei dir ist es X. Ja, aber das Problem ist. Ich kann nicht so hoch springen. Oder warte mal, muss ich das vielleicht so machen? Na, ich kann ja nicht so hoch springen, dass ich auf die Plattform komme. Ah, ja, T ist Nahkampf. Ah, einfach, ich kletter einfach so hoch. Wow, Alter. Ein tiefer Fall. Momentum, Gravitation und Masse in Harmonie. Cool, jetzt habe ich endlich auf den Nahkampf drauf. Wenn nur Feinde hier wären. Das wäre sehr spritzig. Wer hat Sharky zu Witzen ermutigt? Ein Flug durch die Luft hat seine Vorteile. Weniger Landbewohner abfallen. Viel weniger. Okay, der Typ kann mehrmals in der Luft herumballern. Sehr gut. Ich hatte noch Hunger auf neue Gegner. Okay. Bisher finde ich aber die Stimmen ganz passend, muss ich sagen. Soll ich hier auf dich warten eigentlich, bevor ich weitermache, oder? Bist du schon am Ende? Oh, ich rutsche da runter. Also King Shark, seine Steuerung, da bin ich jetzt nicht so zufrieden. Da war okay. Bei... Wer war der andere jetzt nochmal? Deadshot? Ja. War für mich cooler. Der ist mir irgendwie zu träge. Ich mag sie eher schnell. Gut, ich habe die Feinde bezwungen jetzt mit King Shark. Ich werde tief in den Kampf eintauchen und unter ihnen die Strömung verändern. Okay, ich bin jetzt Boomerang. Du bist viel zu schnell. Will nicht. Oh, aber die Waffe ist heftig. Aber ich sollte Nahkampf gehen. Ich mach gar nicht, was da unten steht. Ich sag's mal, viel zu viel Drache geguckt. Ja, aber dass das gleich auf dich abfährt, das macht mir Sorgen. Oh ne, ich bin raus aus dem Ding. Da war noch einer. Oh, RP? Den habe ich schön weggerottet. Oh cool, Boomerang hat irgendwie die Speedforce als Kraft. Wie hat er was? Er hat die Speedforce als Kraft, Boomerang. Wirklich? Kann er schnell laufen? Nee. Sondern er schmeißt seinen Boomerang wohin und dann teleportierst du dich ganz schnell dahin. Also als würdest du wie Flash schnell laufen. Cool, das ist ja. Alter. Oh. Okay, aber man muss da auch länger gedrückt halten. Darf ich auffliegen? Freund, Kumpel!
Hast du jemals was von Urlaub und einem Mord gehört? Ist dumm. Vielleicht einfach rüber oder hätte ich da durch müssen? Na, ich muss zurück. Hoppala. Ach so, okay. Grüß dich, Dad Shot. Wo sind Harley und Boomerang? Nicht bei dir. Das ist das Problem. Du siehst du 30. Bitte komm. Boomer. Ach, jetzt bin ich auch Boomerang. Du bist viel zu schnell. Ja, also ich musste Brainiacs halbe Armee abwehren. Ja, und ganz alleine. Okay, Boomerang hat eine Shotty. Ja, ich. Okay, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es ausweichen drauf. Also erzähl uns alles über deinen großen Kampf. Ja, erfreu uns mit glorreichen Kampfgeschichten. Ja, na ja. Also man muss gedrückt halten. Oh, steht eh dran. Oh no! Das ist cool. Ja, irgendwie hat die Kraft was, gell? Ist schon cool, ja. Viel okay, besser gelöst als wie bei Ding. Gossam? Ja, genau, bei Robin. Mit diesem Teleporter-Robot-Kackdreck. Ah, okay, weiter. Das weiter teleportieren ist auch cool gemacht. Oh ja, der Nahkampf-Ding ist auch ziemlich geil, finde ich. Also Boomerang gefällt mir schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ah, fuck, die Brücke ist fertig. Ja. Oh, verdammt. Bisschen laut finde ich noch das Game bei mir. Nee, bei mir nicht. Oh ja, der Darkman, der Typ. Also Deadshot und Boomerang sind bei mir schon ganz oben. King Sharky ist nicht so mein Ding. Ja, ich kann mit Sharky trotzdem was anfangen. Ah, ah okay, hat auch so, okay. Hui. Oh ja, der Typ bockt, der Typ bockt. Was ich nur machen muss, wenn ich jemanden treffe oder so, ist das ziemlich laut, das Game. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Kurzer Prozess für den Captain. Oh, achso, du hast vielleicht die Effekte nicht runtergeschaltet. Ja, das stimmt. Das hab ich gemacht. Das krieg ich wohl hin. Ganz einfach. Okay, aber er macht schon Spaß. Weiß nur nicht, wenn man irgendwie noch mehr sprintet. Lass mich nur kurz. Aber das ist nur... In die Audio-Soundeffekte muss ich noch runterschrubbeln. Okay. Machen wir das auf 70. Ah, das ist nicht gespeichert. So. Und los, wir aktivieren die Speed Force. Frage ist jetzt nur, könnte ich dich jetzt schon einladen? Nee, ich muss das Tutorial doch noch zocken. Ja. Nee, ich hab nur geschaut, ob es vielleicht jetzt schon geht. Aber wenn Deadshot und Shark das schaffen, dann kann ich das auch. Okay, mit Boomerang, glaube ich, bin ich auch fertig. Jedes bisschen Speed Force, das ich habe. Okay. Beweg deinen Arsch. Oh ja, das ist sexy. Einige von uns kämpfen hier um ihr Leben. Kennst mich nicht so. Jetzt kommt am Schluss Harley. Jetzt bin ich gespannt. Nein, ich hab's erledigt. Wie ein Profi. Oh ja, ich glaube, ich werde eine Zeit lang Boomerang spielen. Den feiere ich übertrieben jetzt gerade irgendwie. Wenn du nichts dagegen hast. Nö. Ich treffe meine Wahl erst nach Harley. Das bockt allerdings, Alter. Also Deadshot und King Shark ist nicht mein Fall, ehrlich gesagt. Ich fahre mit dem auch gut klar. Ich werde wahrscheinlich mit allen mal durchwechseln, man kann ja anscheinend pro Mission irgendwie wechseln. Hast du Harley gesehen? Ja gut, einmal werde ich ihn auch nutzen, aber die zwei sind schon mal Favoriten. Boomerang ganz besonders, ich mag seine Fortbewegung sehr. Harley kann schwingen. Das habe ich schon gesehen auf Steam. Okay, das erinnert jetzt doch sehr an Batman. Aber sie finde ich so cool, weil sie so verrückt ist. Muss man erlebt haben. Also, wendig. Ah, okay, Egal, ich dachte. Ich bin in einer Gotham-Minute. So. Oh ja, geil. Oh, die ist ja richtig cool.
Spielst du wieder mit toten Schlägern? Alle? Ja, sie steuert sich auch richtig fahren. Ja, ein bisschen. Aber es ist gerade wie Balsam. Das Schwingen ist aber echt nice. Seele. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer yeah. sein. Hey, was soll das denn bitte heißen? Es wird vermutet, dass du nicht badest und nur deine Waffen reinigst. Kumpel, ich mache alles mit meinen Bumerangs zusammen. Sogar duschen. Sind sie denn noch da? Sind sie? Ja, du machst es gerade irgendwie nur noch schlimmer. Das ist die Hölle. Oh, der Nahkampf ist auch gut. Und so sieht meine Hölle aus. Wow, was haben die für eine geile Landung drauf, Schatzi. I love you. Oh, die hat aber auch eine geile Knarre. Nein, nein, nein. Ist das eine Überraschungsparty? Darum versteckt ihr euch? Ich hab auch eine Überraschung für euch. Oh ja, feier ich übertrieben. Alice, absolut sexuell. Ja. Muss ich jetzt wieder zurück? Ne, ich muss hier rüber. Oh no! Nein, 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 nicht runterfallen. Impulserhaltung, Schätzchen. Ich liebe es einfach, meinen Körper mit Schwung ins Unbekannte zu schleudern. Okay. Hallo, ich hab gedrückt. Hupsi. Aber ich will wieder schwingen. Ah, da habe ich zu spät gedrückt. Ja, gut. Mein Fehler, mein Fehler. Schon geklappt. Wie im Junioren-Gymnastikfinale. Schwingen, loslassen, auf die Bettdrohne warten, nochmal schwingen. Perfekte Landung. Auf die Bettdrohne wartet sie, ja? Ah, komm, schwing doch. Nein. Da habe ich zu lange gewartet. Oh. Muss ich echt dann überlegen, wen ich nehme. Also, es war echt mit ihr jetzt auch nett. Aber King Shark ist echt für mich jetzt nicht so. Mann, das ist so langsam. Und ich muss sagen, bisher finde ich auch die deutschen Stimmen ganz gut. Ja, richtig gut gelungen. Tatsächlich perfekt gelandet. Nicht wie im Junioren-Gymnastikfinale. Okay, bei ihr tue ich mir noch ein bisschen schwer, was das Ding angeht. Oh, okay, jetzt kann ich ein Teammitglied aussuchen. Moment, ich rede noch kurz. Apokalypse denn so? Jetzt, wo wir endlich alle hier sind, können wir... Oh, fast vergessen, da ist ein Riesenhaufen Schurken, der sich gleich auf uns stürzt, wie auf frische Häppchen am Buffet. Also, wer bleibt und spielt den Helden? Gut, ich nehme Captain Boomerang. Du als erstes. Boomerang, okay. Als erstes, ja. Glaube ich, Deadshot oder Harley? Okay, also was hat Gott nochmal über das Schuss eine gesagt? Konterschuss, Elzwa. Okay, der Captain Boomerang ist ein bisschen langsam im Kopf. L2 und RB. Cool. Wow, wo ist er denn hin? Immer noch so laut, die Effekte. Ich glaube, man hört mich gar nicht. Oh, also bei mir geht es super. Das sind meine andere Knarre. Na, das ist Nachladen. Wie war Knarre wechseln? So. Oh, ho, 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 ho. Oh, dieses Konterschießen muss ich echt üben. Ah, gehen wir mal zu dem Dreh rüber hier. Oh nein, das war zu weit. Richtig. Dein Kollege. Ha. Okay, Jungs, ich hab's so langsam raus. Ah, Mano. Oh. Oh, Mann, Gegner gekontert. Zu viele Gegner. Gut, haben wir erledigt. Ich muss das Spiel echt noch leiser machen, glaube ich. Ich habe eure Schilde modifiziert.
keine automatische Aufladung, damit ihr euch nicht hinter eurer Deckung verkriecht und meine Zeit verschwendet. Okay. Wer überleben will, muss dafür kämpfen. Ihr könnt eure Schildladungen von Feinden im Nahkampf ernten. Zack, okay. Das ist machbar. Oh, kommt her, ich schieße euch jetzt in die Beine. Zeit zum Draufhauen! Das ist die Frage der Fragen. Lass mich kurz in die Adios. Die Lautstärke mache ich auch noch ein bisschen runter. Ich habe den Master Sound ja schon runter. Ich mache den mal auf. Ja, Effekte. Aber ich habe ja auch alles extra runtergestellt. Ja, ja. Wieso klappt das jetzt nicht? Habe ich Angst, dass das Spiel zu leise ist. Ach, die Zeit hält mich an, während ich das mache. Gerade. Ich dachte, es geht Zeitlupe oder so. Ich will dauernd mit Kreis ausweichen, weißt du, aber dann zieht er Ding durch. Mit Granaten. Ach, das ist der Daily Planet, okay. Wie oft kann ich denn das eigentlich machen? Dreimal, okay, gut zu wissen. Wo steht das, dass ich das dreimal kann? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Was denn? Mein Boomerang Speedforce Dreck. Okay. Boah, das war schön. Oh, das bei mir sieht jetzt aus nach einer Cutscene. Aber du bist noch nicht so weit. Ich glaube, ich warte kurz. Auf dich hier. Ja. Mache ich kurz Pause, bis der Zocki auch an der Stelle ist. Gut, ich glaube, ich hab's gleich. Wo sind die Gegner? Bist du immer noch beim ersten, oder? Wie beim ersten? Bist du nur noch beim Kontern oder bist du schon beim Schild? Na, ich bin beim Schild, aber irgendwie... Warte, ich muss auf die Map gucken. Ich sehe, da hinten sind die Gegner. Okay. Ich muss diese Schildenergien dort durchziehen. Okay, weil dann kommst du in den Daily Planet. Ah! Ah, jetzt haben wir's. Schild ist fertig. Gut, dann gehe ich da jetzt auch rein, okay? Was Neues von meinem Zuhause? Nö. Ja, ich bin 71 Meter vom Ziel, also wenn ungefähr in der Ding bist, sag Bescheid, dann gehe ich auch wieder drauf zu. Oh, ich bin bei 120 jetzt da. Mit einem großen Porträt von mir. Schlagzeile! Au, Captain! Unser Captain! Sudoku und Kreuzfahrt. So, sollte es gleich da sein, ne? Wo ich bin. Jetzt bin ich bei 70 Meter. Genau, okay, ich gehe auch los. Ah, so ungefähr. Ah, jetzt rennt er los. Oh, okay. 30, jetzt geht's los. Jetzt mal ruhig. Hey Walla, das Schädelschiff mag uns nicht. Over. Ihr alle zum Zielort. Der Prometheum-Schild ist aktiv, aber er hält nicht ewig. Erinnert mich an Sonntagmorgen zu Hause. Ja, die Nostalgie eines Kriegsgebiets. Bei den Hammerhai-Konflikten in meiner Jugend. Nein, nein, konzentriert euch. Auch wenn diese Haikämpfe echt cool klingen. Begebt euch in die Einsatzzone, Taskforce. Okay. Auf los geht's los. R1 halten und tschack, die Fuß. Schau, wie weit ich komme. Boom. Und gleich nochmal in der Luft. Zack. Oh, ich kann nicht weit. Bin schon mittendrin. Oh mein Gott. Okay, cool. Oh nee. Ja, mach mal, mach das einfach so. Das ist leichter und los geht's. Wow!
Hui, 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 hui. Achso, man muss ja ausweichen, ja. So, dreimal ausgewichen, alles gut. Gut, gut, gut. Bisschen zu viel Action gerade für mich. Bin ein etwas orientierungslos hier, was das angeht. Ja, geht gerade ein bisschen ab hier. Aber vor allen Dingen, wenn so viele kommen, kann ich mich auch an gar nichts erinnern, was hier im Tutorial erklärt wurde. Ich verdrück mich leider auch ziemlich oft. Schild? Alter, hier geht's aber ziemlich ab hier. Ich liebe das Taskforce-Leben. Oh, ja, genau, den Heli habe ich weggerotzt. Los, hol dir den Shit, Brudi. Der Schild. Achso, da muss man diesen Combo durchziehen, ne? Ja. Also das Bein schießen und. Oh mein Gott, Heli. Oh no. Ja, Konzentration! Boah, was schießt denn hier? Ach, hier sind auch gegnerische Schiffe, ich sehe es jetzt erst. Uah. Hallo Jungs. Aber ich muss einem wieder ans Bein schießen. Ich bin ein bisschen überfordert gerade eben, wenn ich ehrlich bin. 9 Sekunden noch. Oh, jetzt der King Shark den weg. Ab zum Evakuierungsort. Gleich bricht die Hölle über euch herein. Oh, scheiße. Gut, ich hau ab hier. Unfair! Oh, jetzt ein wichtiger Gegner. Wo ist der scheiß Evakuierungsort? Oder? Lauf, Mädel, lauf, 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 lauf. Vor 7 Tagen. Oh, dann bin ich jetzt ruhig, wenn du eine Cutscene hast. Mein Name ist Amanda Waller. Ich bin Direktorin von Argus, einer Division der Heimatschutzbehörde, von der ihr nie gehört habt. Aber wir haben von euch gehört und ich mache euch heute ein Angebot. Ihr seid hartnäckig wie wilde Hunde, verzweifelt, hungrig. Ihr seid Überlebenskünstler. Das macht euch vielleicht zu den Königen und Königinnen von Arkham, aber da draußen, die Welt hat euch längst vergessen. Und ihr verbringt wahrscheinlich den Rest eures Lebens mit zweifelhaftem Gefängnisfraß. Das kann ich ändern. Vielleicht bin ich euer Ausweg.
die Chance, einmal was Gutes zu tun. Und... Hi, Harley Quinn, Arkham Gazette. Nur eine kurze Frage. Was hat's mit diesem verdammten Hai auf sich? Ich, würde mich nur zu gern vorstellen. Das ist nicht nötig, King Shark. Das ist ein Nanobombeninjektor von LexCorp. Rammt ihm jemanden in den Hals und gute Nacht. Wollt ihr hier euren letzten Atemzug tun? Nein? Dann helft mir. Mir reicht einer von euch. Und die anderen... Ihr drei seid schon tot. Nun. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Also. Schon gut, sorry. Also, natürlich will Waller den tödlichsten Attentäter aller Zeiten haben. Aber was sie mit dem Rest von euch will? Wie ich Amanda Waller kenne, bestimmt nichts Gutes, nach meiner Erfahrung. Woher zur Hölle bitte willst du sie denn kennen? Und was macht ein Fisch in Arkham? Probleme mit der Psyche, Shark. Angststörungen, ja. Aber ich kam aus meiner Heimat her. Dem Ozean? Belrev Strafanstalt. Könnt ihr euch alle mal für einen Moment konzentrieren? Das ist doch eine Falle. Wenn einer von uns das Ding berührt, kommt keiner von uns hier raus. Ah, das Gefangenendilemma. Was denn für ein Dilemma? Dieser Gefangene will hier raus. Komm schon, Captain, du bist neu hier. Ich sitze schon seit 5 beschissenen Jahren. Fühlt sich an, als wäre dieses Gespräch 5 Jahre lang. Können wir einfach... Oh, tut mir leid, Deadshot. Was stört dich? Unterbrechen wir etwa dein Festgeschnalltsein? Ich dachte immer, Deadshot wäre weiß. Und ich dachte, du hältst vielleicht mal die Fresse, du hässliches Känguru. Weil du Australier bist. Okay, also bringen wir uns jetzt gegenseitig um, oder was wird das hier? Ich will ganz ehrlich sein, ich töte jeden, um hier rauszukommen. Ich töte dich, ich töte mich selbst. Niemand wird irgendjemanden töten. Wenn niemand die Bombe nimmt, kommt Waller zurück, sieht, dass sie es nicht mit 4 durchgeknallten Vollspinnern zu tun hat, und wir kommen raus. Also, dann tun wir nichts. Exzellent, ich bin mittlerweile geschult im... Genießt euer Nichtstun, Trottel! Vielleicht hättet ihr doch besser weniger meditiert und gelernt, wie man Schlösser knackt. Sieht nämlich so aus, dass Captain Boomerang... Verloren. Shark hat recht. Sie hat euch ausgetrickst. Das wart ihr selbst. Willkommen zur Task Force X.
auch einen Plan für diese verrückte Truppe. Du bist schon wach, oder? Der Sohn eines Gottes schläft nie. Eine Schmach, sterblich in ihre Possen zu ertragen. Da sind wir uns ähnlich. Hatte eigentlich nicht vor, mir in Arkham weitere Probleme aufzuhalsen. Gott, da ist was in meinem Ohr! Hat eins von euch perversen Schweinen mir was ins Ohr gespritzt? In ihr Funkkommunikation. Wir hören deinen Schwachsinn jetzt echt überall. Ihr bringt mich echt so weit, die Einzelhaft zu vermissen. Immerhin bin ich nicht mehr in Arkham. Danke, ihr Deppen. Hätten wir halt einfach einen Aufstand gemacht, wie normale Leute. Aber nein! Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Das war ein Test. Ein Psychospiel. Ich weiß nicht, ob wir ihn bestanden haben. Tja, besser vier explodierende Köpfe als einer. Wo sollen wir hin und wer muss dran glauben? Wir sind gerüstet wie für eine Armee. Wartet! Steuert etwa dieser riesige Trottel den verdammten Zug? Sicher nicht. Ich bin noch nie mit einem Zug gereist. Oh, brillant! Na, ganz toll. Dieser Zug ist wie der Australier. Echt alt und stinkig. Da irrst du dich, Liebes. So alt bin ich überhaupt nicht. Hyman, zieh unter Bremse. Mann, ich wusste ja, wenn wir zusammenkommen, dann wird's krachen. Und ich hatte natürlich wie immer recht. Blöde Hirnbomben! Blödes Angebot! Hey, warte mal, Großer. Was ist denn? Spürst du das da? Was spüren? Ist das ein Trick? Oldschool. Miss Black Ops will uns wohl was mitteilen. Oder? Das ist ein Mixtape. Glückwunsch, Task Force X. Wenn ihr das hört, hat es immerhin einer von euch zum Einsatzbereich geschafft. Danke für nichts, Shark. Schweig, Australier. Funkgeräte funktionieren so tief unten nicht. Daher muss diese Aufnahme genügen. Hier sind eure Ziele. Kann's kaum erwarten. Ihr seid mit C4-Sprengladungen ausgestattet. Setzt sie alle ein, um die Wand mit der Zeittafel zu sprengen. Geht durch. Dann aufs Dach des Gebäudes vor euch. Von dort kontaktiert ihr mich. Noch genauer ging's wohl nicht. Task Force X, hier eure Befehle. Wenn ihr sie ignoriert, euch aufteilt oder mir ans Bein pisst, werde ich die Mikrobomben zünden, die ihr euch netterweise in die Köpfe gejagt habt. Falls ihr überlebt, sprechen wir uns noch. Waller Ende.